So, dann geht's jetzt nach dem Cthulhu-Grundregelwerk, was irgendwie 1,5 Stunden oder so gedauert hat, vom Video her, um den Cthulhu-Spielleiterschirm. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist, aber der ist noch recht neu vom ja, herauskommen. Ich glaube, das war auch zu der 7. Edition auch direkt. Und ja, der ist noch eingeschweißt. Ich habe ja, wie gesagt, nichts aufgemacht von Cthulhu, außer das Grundregelwerk wegen dieses Schadens da oben an der einen Seite, was ich gesagt hatte. Und ja, ich werde mir halt diesen Spielleiterschirm, dieses Cthulhu-Produkt einmal jetzt kurz angucken und ja, wieder kurz, ne? Ich sage immer kurz, das stimmt immer gar nicht. Und dazu werde ich dann erstmal die Folie abmachen und dann werden wir mal sehen. So, die Folie ist ab, Kamera wackelt noch ein bisschen, aber das stabilisiert sich. Ja, genau, ich hatte ja gerade die andere Seite. Das sieht jetzt auch nicht sehr mittelalterlich aus, weil, wie ich in dem anderen Video, in den Videos von dem Grundregelwerk gesagt hatte, ich würde ja im Mittelalter-Setting spielen. Aber das ist ja bei dem Spielertaschen natürlich nicht der Fall, kann man jetzt auch nicht erwarten. Und ja, wir haben hier halt so eine Standardkarte, wo hier eben entsprechend draufsteht, wie das. Ah ja, 2016 sehe ich hier gerade. Ja, also sehr neu. Ich glaube 25 Euro auch. Nee, nein, Quatsch, 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 Quatsch. 13 Euro. Nur 13 Euro. Da ist jetzt kein tolles Heft dabei, wie bei irgendwelchen anderen Spielsystemen. Sondern eben das, was hier im Prinzip schon draufsteht, was ihr hier auch seht und wahrscheinlich auch schon kennt und gelesen habt. Irgendwo. Und man sieht schon, es wird sicherlich ein 4-Panel-Spielleiterschirm sein, aber. Oh, jetzt bin ich hier dran gekommen. Aber ja, eben flach, ne? Und nicht im Hochformat. Und wow. Das lässt sich ja ein bisschen schwierig aufmachen hier. Und wir haben einfach zwei Sachen. Wir haben den Spielleiterschirm und wir haben Bögen und irgendwelchen. Das gucken wir uns gleich an. Ich komme hier an viele Dinge. Aber ich bin gerade auch ein wenig noch unter Strom, weil ich hier gerade eine wichtige Kommunikation führe auf dem Handy eigentlich und da gleich wieder hin muss. Aber in der Zeit zwischendurch kann ich einmal kurz hier den Spielleiterschirm zeigen. Oh, gar nicht 4 Panels. Das sind drei. Ich glaube, bei Splittermond, der ist auch so ein niedriger, der hat, ja, der hat vier, wie ich meine. Ja, und. Oh, jetzt habe ich das Glasfass runtergeschmissen. Hier geht alles schief in diesem Video gerade. Ja, wir sehen also im Prinzip hier erstmal einen dunklen Wald mit dem Cthulhu-Symbol. Investigator. Mit einer Taschenlampe, der irgendwie Tentakelsachen da aber auch hat oder entdeckt hat. Und dann hier so eine Standard-Verladeszene, wie sie in jedem Indiana Jones-Film oder so vorkommen könnte. Und auf hier haben wir dann nochmal, ja, so eine, kurz vor einer Erkundung stehen die Leute hier in einem alten Tempel oder Gemäuer oder was auch immer. Und ich bin mal echt gespannt. Wir haben auf dem rechten Panel was zu Schadensstufen, andere Schäden, Fernkampfwaffen einsetzen, Modifikation im Fernkampf, Schwierigkeitsgrade bei Fernkampfwaffen und dann noch irgendwie mit Automatikwaffen und so irgendwas. Okay, also nicht diese klassischen Tabellen, ein bisschen Portfolioartig, aber nicht diese ganz klassischen angerichteten Tabellen. Ja, eigentlich schon, ne? Bloß eben anders dargestellt. Anfall von Wahnsinn als Zusammenfassung, okay. Anfall von Wahnsinn im Spielverlauf, Phasen geistiger Störungen, Nebenwirkungen unterschwelligen Irrsinns, okay. Und hier, was haben wir hier noch? Festlegung von Schwierigkeitsgraden, Bonus- und Strafwürfel, Ergebnisse vergleichen, sprich die 5 Sinne an. Ach, das ist ja cool, hier steht da noch drauf. So horrormäßig, wie sieht es aus, wie hört es sich an, wie riecht es, wie schmeckt es, wie fühlt es sich an. Das ist ja geil. Ja, und dann hier nochmal ein Logo und irgendwie die Schrift und so ganz unten, 2016. Und ich bin mal gespannt, wie er steht, dieser Spielleiterschirm, denn bei DSA 5 hatte ich das Problem, in der Tat. Da hatte ich den Spielleiterschirm der ersten Auflage und
Ja, da ist das immer so ein bisschen hin und her. Die eine Seite ist immer so ein bisschen hin und her geklappt. Also die habe ich dann irgendwie so gedreht und dann ist sie so nach vorne wieder gegangen. Und ja, ich habe den dann irgendwann verkauft und dann die zweite Auflage mir geholt, weil ich gerade Geld hatte. Und da ist es dann halt ein bisschen besser, aber man kann bei DSA 5 den Spielleiterschirm nicht im Prinzip so ganz gerade aufstellen. Dann gehen die Seiten wieder ein bisschen nach innen sozusagen. Das ist jetzt hier, ja, ich weiß gar nicht, wie der höchste Ausdehnungsgrad quasi ist. Moment. Okay, ich kann nicht weiter weg mit der Kamera, nicht weiter hoch. Ja, also das, also anders geht es hier nicht. Die Seite hat auch ein bisschen geknirscht, ja, ne? Aber man kann ja auch noch ein bisschen drücken, vielleicht. Naja, ganz vorsichtig. Also wenn ich jetzt hier das einfach gerade mache, dann würde es so zurückgehen. Also das ist eine gute Sache. Und hier auf der linken Seite, wenn ich das gerade mache, dann ja, ist das normale so. Ja. Also kann ich im Prinzip das so ganz gut machen. Und wenn ich hier meinen Tisch habe, also das deckt echt meinen Tisch ganz gut ab. Ich kann dahinter gut was machen, würfeln oder so. Und ja, das niedrige Format, das hat ja eigentlich den Grund, dass Leute, also dass man sich gedacht hat, hey, ich kann dann meine Spieler gar nicht mehr sehen, weil vielleicht der Tisch irgendwie so hoch ist. Das Problem ist, also ich finde es jetzt gar nicht, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich mag es auch lieber höher mit 4 Panels und so und schön vielen Tabellen, die helfen. Aber ich muss sagen, die Höhe finde ich auch noch okay. Und naja, nur wenn die Spieler recht nah dran sitzen halt am Tisch, an meinem Stuhl, dann können sie vielleicht recht gut rüber gucken. Das finde ich eigentlich nicht so gut. Also dann muss man die eigentlich immer ein bisschen weiter weghalten, die Spieler. Das ist auch irgendwie ein bisschen komisch, der Gedanke. Ja, und damit man die Spieler noch sieht, ja. Man muss aber auch sagen, es spielt auch nicht jede Runde an so einem Esstisch oder so, ne? Weil ich habe jetzt hier so einen Esstisch. Ich meine, andere Leute spielen an so einem, ich sag jetzt mal, Rollenspieltisch, an so einem Kaffeetisch, an so einem niedrigen oder so, ne? Und wenn du dann so einen niedrigen Schirm da aufstellst, das ist ja dann irgendwie noch schlimmer. Naja. Also ich finde das Höhere eigentlich besser. Aber gut, ich habe auch noch nie in der Spielpraxis niedrigen aufgestellt. Weil Splittermond, ja gut, da habe ich halt noch nicht geleitet, sondern immer nur gespielt. So, was haben wir hier für Bögen? Hier steht Regelzusammenfassung an der Seite, wie auch schon diese Kapitelübersichten immer an der Seite standen beim Grundregelwerk. Sehr schön. Geistige Stabilität, da haben wir irgendwie einiges. Wie ist das jetzt hier gemacht? Ja, ist halt so eine schöne feste Seite, so richtig festes Papier. Nee, Moment, ich nehme es zurück, das waren 2 Seiten. Aber immer noch, wie wenn man so ein bisschen festes Papier kauft. Anfall von Wahnsinn haben wir hier noch auf der Rückseite mit den Tabellensachen. Okay, also ein geistiger Stabilitätsbogen. Dann haben wir hier noch einen Nahkampfbogen. Und auf der Rückseite passenderweise Fernkampf. Das finde ich ziemlich cool, weil das kann man einfach so auf den Tisch legen, ne? Verfolgungsjagden hier als erste Stufe finde ich auch super. Und ja, das zweite sozusagen, der zweite Teil. Ah ne, das sind jetzt nicht die 5 Schritte einer Verfolgungsjagd. Ich glaube, ja, es waren 5 Schritte im Grundregelwerk, sondern das sind einfach, weil halt Seite 1 und Seite 2, ne, deswegen. So, das waren jetzt hier 3 Doppelseiten. Dann haben wir hier noch Waffen 3. Waffen 4? Moment. Spielsystem. Ah. Okay, das ist ein bisschen verteilt. Wir haben hier noch Waffenliste 1 und natürlich Waffenliste 2. Ist das auch wieder aufgetrennt nach den Zeiten? Ach nee, das war bei den Waffen, ist es ja eh nicht aufgetrennt. Da steht ja an der Seite immer, ja, wo das gebräuchlich war, ne? 1920er Jahre oder now oder beide oder so oder selten. Genau. Und Waffen 3 haben wir dann noch das hier. Und dann haben wir noch Waffen 4. Auch nochmal ein bisschen was.
dazu. Und ja, hier hinten noch ein Cthulhu-Zeichen. 30 Jahre Cthulhu in Deutschland steht hier. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist ja ähnlich wie bei DSA. Und dann haben wir hier natürlich wichtigerweise noch Schaden, Wunden und Heilung. Und ja, andere Arten von Schaden, ja klar. Stimmt, glaube ich, auch auf dem Spielhellerschirm noch. Ne? Fahrzeuge noch. Gut, das ist für mich dann fürs Mittelalter nicht ganz so wichtig. Naja, eine Kutsche vielleicht. Nochmal zwei. Vom Spielsystem hier grundsätzlich. Ja, das muss natürlich sein, ne? Wie man Proben würfelt oder sowas. Was die Magie angeht, ist hier noch was. Ich wollte gerade sagen, ja, und auf dem letzten Bogen ist da noch was zu Karma, Energie und Götterwirken. Aber dazu, da bin ich der normale Fantasy-Setting-Spieler hier, der sowas denkt. Ja, ausgewählte Zwangsstörungen. Das sind diese 100, die auch im Grundregelwerk drin sind. Und ich finde das sehr richtig geil, dass es hier 100 Stück gibt, wirklich in einer kleinen Tabelle. Und ausgewählte Phobien. Auch voll geil. Die haben da ja echt mega geile Sachen wie ja, Gynäphobie, Angst vor Frauen oder keine Ahnung, Angst vor Nebel, Angst vor Telefonen oder was weiß ich. Okay, ich glaube, es waren jetzt 8 Seiten, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 Doppelseiten, also 16 Seiten. Ja, okay, also für 12,95 € oder wie viel das jetzt gekostet hat. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig überfragt, ob dieser günstige Preis einfach grundsätzlich von Cthulhu kommt, weil ne, Grundregelwerk müsste eigentlich 50 € kosten oder so, 20 €. Und bei anderen Produkten aus der 7. Edition merkt man das, meine ich auch, dass es echt günstig ist. Ich glaube, Spielercompanion macht 13 € oder so. Und hier bei diesem, genau, also entweder einfach, weil es eh billig ist bei Cthulhu, oder, sie haben jetzt halt kein Heft drucken müssen. Ne? Sie haben einfach Regeln genommen, also die Regelsachen genommen, die es schon eh gab, und haben die hier auf 8 Seiten doppelseitig eben raufgedruckt, auf ganz gutes Papier in Bund. Und das war es halt. Also normalerweise kosten ja Spielleiterschirme 25 €, so zumindest war das immer so bis jetzt bei denen, die ich habe von DSA 4.1, DSA 5, Splittermond, der eine Ring, ich glaube das, hier Game of Thrones noch, ja. Ja, und auf einmal 13 € ist schon geil, ne? Wahrscheinlich ist es ein bisschen beides. Sie brauchten kein Heft drucken, sondern nur hier reproduzieren quasi, und gleichzeitig ist es eben ein bisschen billiger bei Cthulhu. Ja, egal, auf jeden Fall, ich habe mich über die 13 € gefreut, und ich wusste halt, dass ich ja bei Cthulhu wahrscheinlich eher erstmal spielleiten würde, wenn wir überhaupt spielen. Das ist immer so eine Sache mit dem Spielen, man hat ja nie Zeit. Aber ja, für mich war klar, ne, 7. Edition, Grundregelwerk, 20 € sofort, dann habe ich mal Cthulhu auch mal kennengelernt. Und dann eben Mittelalter-Setting, weil ich komme ja, wie gesagt, eben aus diesem Standard-Fantasy-Zeug, und das mag ich auch am liebsten. Und wie gesagt, für mich ist ja immer so diese Zeit mit Pistolen, Steinschlosspistolen, Piraten und so, ist für mich so, keine Ahnung, 17. bis 18. Jahrhundert oder so, ist für mich so die oberste Grenze eigentlich. Moderner mag ich irgendwie einfach nicht gerne. Es ist einfach irgendwie so, auch wenn ich durchaus schon Contact oder so mitgespielt habe, ne? Also ich probiere das dann auch mal aus, wenn die Zeit da ist und so, aber was Längeres dann da spielen, da habe ich nicht so Bock drauf. Aber bei Cthulhu, jetzt hier mit dem Spielleiterschirm, der so günstig auch noch war, habe ich mir natürlich neben den beiden Mittelalterbüchern, die es von 2009 oder irgendwas gab, zu normalen Mittelalter und Kreuzzügen nochmal, die man nicht unbedingt ganz leicht bekommen konnte, aber ich habe sie noch irgendwie halbwegs neu bekommen, habe ich gedacht, ja komm, 2 Bücher, das war's, und hier, ja. Spielleiterschirm ist nicht ganz mittelalterlich mäßig, ne, mit Autos und so, aber schön hier 20er Jahre mäßig und so, das ist einfach so dieser Grundspirit sozusagen von der Zeit her von Cthulhu, und das ist dann auch okay. Ja, ich fürchte nur irgendwie, wenn ich das spielen würde mit meinen Leuten und der eine Spieler, der immer auf genau diese Zeit eigentlich
abfährt und da eigentlich sich nicht wirklich auskennt mit irgendwelchen Rollenspielsystemen, und der sieht dann die ganze Zeit in diesem Spielleiterschirm diese geile Zeit und im Grundregelwerk vielleicht noch die Zeit, vielleicht kauft er sich dann noch, und dann sieht er die Zeit mit den ganzen Sachen da und dann ist alles so toll und wir spielen aber Mittelalter, dann will er wahrscheinlich mal, aber gut. Ja, First World Problems, ne? Gut, ja, der ist auch echt wertig, also eine schöne Verarbeitung, wie ich es von Spielleiterschirmen gewohnt bin. Ja, kann man nicht viel zu sagen, ne? Haben sie gut gemacht. Ich müsste jetzt hier die ganzen Tabellen auseinandernehmen, irgendwie genau angucken und vergleichen mit denen, die hier drin sind, aus dem Grundregelwerk und dem Ding hier, damit ich eben gucken kann, ob ich vielleicht meckern könnte, weil da 5 nützliche Tabellen gar nicht drin sind. Ja, keine Ahnung. Aber ich muss irgendwie sagen, ich finde es zwar irgendwie schade, dass hier nicht noch so ein Heft dabei ist. Gleichzeitig wüsste ich nicht, was für ein Heft ich haben wollen würde oder die Spieler haben wollen würden. Und außerdem wäre es für mich wahrscheinlich wieder unnütz, weil ne, Mittelalter ist für mich wieder da das Setting. Deswegen, eigentlich finde ich es dann doch ganz geil, dass hier einfach diese insgesamt ja, 16 Seiten hier sind mit den ganzen Sachen. Vor allem, wenn sich einer kein Regelbuch kauft, ja, dann legt man die Zettel dahin und dann können die Leute sich das angucken und nochmal auf die Regeln gucken, auf diese Grundsachen hier. Das finde ich echt cool. Also, ja, finde ich gut. Und man kann der Spielleiterschirm ist ja so ein bisschen, also, er ist nicht ganz, also er läuft sozusagen hier nach rechts ein bisschen spitzer aus, weil ja hier hinten dieses, ja, also hier ist es offen. Bin ich so gut in Worten bewandert bei solchen Sachen. Aber er wird wieder sozusagen nach hinten hin, also er wird auf beiden Seiten gleich dick, glaube ich, wenn man das hier wieder reinlegt. So, ja gut, nicht, vielleicht nicht 100%, aber ein bisschen. Okay. Ja, gut. Dann war es das mit dem Spielleiterschirm. Ist jetzt auch schon irgendwie wieder so ein bisschen später geworden. Ja, ich wollte eigentlich noch so einige Sachen weitermachen, aber ich glaube, dann lande ich irgendwann tief in der Nacht. Puh. Mal gucken, ob ich gleich noch was mache, aber ich muss erstmal was essen auf jeden Fall. Ja, dann vielleicht noch bis später, wobei es eh völlig egal ist, weil es ist ja hier alles nicht live, sondern einfach bei YouTube Mino reingestellt. Deswegen, ja, mal gucken, was ich noch mache. Und ja, bis dann.